Hallo Leute, herzlich willkommen bei Blueslash, mein Name ist MC und los geht's. So, packen wir unsere Schwimmflügel aus und schwimmen in die USA rüber. Dort ist nämlich letzte Woche etwas in einem Wasserpark, deswegen brauche ich Schwimmflügel nicht, wenn ich in Atlantik schwimme, sondern wegen dem Wasserpark. Dort hat sich nämlich letzte Woche etwas mit einem Wasserpark ereignet in Alabama, was ich persönlich ziemlich geil fand. Was mich persönlich ziemlich gehypt hat, aber um das Ganze zu erklären, müssen wir mal ein bisschen ausholen in die Geschichtsstunden der Urzeit. Die Familie Cook betreibt seit über 70 Jahren in Southern Indiana im Städtchen Santa Claus einen Freizeitpark namens Holiday World. Der Freizeitpark wird immer von Vater zu Sohn weitergegeben und befindet sich somit, wie schon gesagt, seit über 70 Jahren im Familienbesitz. Seit 1946 betreibt die Familie Cook in Santa Claus in Indiana den Freizeitpark Santa Claus World. 1983 umbenannt in Holiday World ist dieser Freizeitpark mittlerweile einer der größten, beliebtesten und besten Freizeitparks der Welt. Traditionell wird die Leitung des Freizeitparks in der Familie weitergegeben, immer an den ältesten Sohn. Der letzte dieser Gattung war Will Cook, der allerdings 2010 auf tragische Weise mit einem Alter von 48 Jahren ums Leben gekommen ist. Da die Söhne von Will Cook zu dieser Zeit noch nicht alt genug waren, um die Leitung des Parks zu übernehmen, wurde sein jüngerer Bruder Dan Cook als CEO ernannt. Nun klagte allerdings die Witwe des Verstorbenen gegen ihre Schwiegerfamilie, gegen die Familie Cook, um nämlich ihren Kindern jetzt dass ihre Kinder jetzt das Erbe antreten können. Es gab einen Erbstreit, es gab einen Rechtsstreit und die Familie Cook, sprich die Mutter, die Mutter von Will und alle seine Geschwister sind jetzt aus dem Park draußen, dürfen mit dem Park nichts mehr zu tun haben. Und eben dieser Zweig der Familie um Dan Cook hat nun in Alabama den Wasserpark Alabama Splash Adventure gekauft und den dazugehörigen, allerdings inzwischen stillgelegten Freizeitpark Alabama Adventure. Wird zum einen zu erwarten sein, dass der Wasserpark in Köln innerhalb von kürzester Zeit zu einem der besucherfreundlichsten Parks in den ganzen USA mutieren wird. Und auf der anderen Seite sind die ganzen begrabenen Hoffnungen darüber, dass der Freizeitpark jemals wieder aufmacht, auf einmal plötzlich wieder bam voll da. Die Familie Cook wird am 17. Mai 2014 den Wasserpark neu eröffnen. Wird dazu 6 neue Attraktionen in den Park einfließen lassen, in die mit der Eröffnung schon direkt aufmachen und wie Dan Cook auf Twitter bekannt gegeben hat, wird versucht Rampage, die Weltklasse Holzachterbahn, die in diesem stillgelegten Freizeitpark nebenan verrottet, wieder in Stand zu setzen und 2015 wieder an den Start zu bringen. Und das muss ich ehrlich gestehen, sind mit Abstand die krassesten und geilsten News, die ich seit langem gehört habe. Wenn man sich das Ganze jetzt einfach mal rein logisch betrachtet ansieht. Die Familie Cook hat ewig lange Erfahrung mit der Achterbahnschmiede CCI. Von dieser Achterbahnschmiede ist auch Rampage. Gut, CCI ist inzwischen bankrott gegangen. Oder was heißt inzwischen vor 10 Jahren bankrott gegangen. Allerdings, mehr oder weniger, gibt es ja danach 2 Nachfolgefirmen. Nämlich zum einen die Gravity Group und zum anderen GCI. Und mit der Gravity Group hat Familie Cook seitdem immer zusammengearbeitet. Die Jungs haben zum einen diverse Transfer-Tracks und Abstellgleise für die beiden CCI-Woodies in Holiday World gebaut. Und zum anderen ist natürlich, wenn es über Live-Tour-Track gehört, aber wer das als Achterbahn-Fan nicht weiß, der gehört da leider, man auch nicht erschossen oder sowas in die Richtung, die Weltklasse, kranke, asozial, epische Holzachterbahn The Voyage, die seit 2006 in Holiday World steht und seit 2006 alle Awards abräumt, die man irgendwie abräumen kann, wurde von der Gravity Group gebaut. Das bedeutet, wenn 2015 Rampage neu eröffnen sollte, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gravity Group den Scheiß retrackt, sehr hoch. Und das wird dann sozusagen aus diesem guten Grundgerüst von Achterbahnen das Ganze nochmal auf ein neues Level heben. Als klassische Holzachterbahn, nicht diese T-Bone und was weiß ich, Stahlträger-Scheiße, die da die Rocky Mountain Construction, also nicht Scheiße, aber es ist keine richtige Holzachterbahn, sind wir ganz ehrlich.
die die Rocky Mountain Construction Crew da abzieht, ist nicht ganz so meins, muss ich ehrlich zugeben, aber dass die Gravity Group als richtige fundamentale Holzachterbahn-Firma die Rampage wieder auf Vordermann bringt und vielleicht noch ein Sahnehäubchen draus ist, da freue ich mich persönlich extrem drauf. Wer das Ganze selbstständig mitverfolgen will, kann Dan Koch auf Twitter folgen. Ich blende es jetzt hier seinen Namen ein. Das ist kein Link, den müsst ihr tatsächlich aufschreiben und dann bei Twitter suchen, weil ich kann hier kein Twitter verlinken hier oben. Ich habe den Link zu Dan Kochs Twitter allerdings in der Infobox unter dem Video. Versteht ihr, wenn ihr da unten auf den Pfeil klickt, bing, dann geht da so eine Liste aus und boom, das sind zum einen unsere ganzen Quellen und da ist eben auch Dan Kochs Twitter-Name. Der Twitter-Name, ich spreche es mal vor, damit ihr abschreiben könnt, ist @SplashinDan. Nochmal, @SplashinDan, spricht das @Zeichen oder S-P-L-A S-H-I-N und dann groß D und dann A-N. Ganz einfach. Sucht ihr den mal, dann könnt ihr alles nachvollziehen, was dort in diesem Freizeitpark geschehen wird. Deutschlands älteste Rennstrecke, der Nürburgring, wurde verkauft. Ab dem 01.01. wird das Millionengrab Nürburgring vom Privatbesitzer Capricorn betrieben. Dieser kündigte sowohl das Aus für den Ringracer als auch das Aus für das Eifeldorf Grüne Hölle an. Während das Eifeldorf für immer in den Tiefen der Geschichte verschwinden wird, wird der Ringracer allerdings einen neuen Standort finden. Laut der Pressemitteilung zufolge hat er sogar schon einen neuen Standort gefunden und wurde an einen Freizeitpark an der Mosel verschenkt. Wohin der Ringracer letztendlich wandert, ist noch unklar, wir halten euch aber auf dem Laufenden. Bleiben wir in Europa. Im spanischen Port Aventura wird 2016 ein neuer Themenbereich eröffnet. Wie der Automobilhersteller Ferrari in einer Pressemitteilung bekannt gab, hat der spanische Freizeitpark die Ferrari-Lizenzen erworben und wird 2016 dann 75.000 Quadratmeter große Ferrari-Land eröffnen. In dem neuen 100 Millionen Euro teuren Parkabschnitt wird neben einem 5-Sterne-Hotel mit 250 Zimmern, Ferrari-Thematik und einem Fahrsimulator auch Europas höchste und schnellste Achterbahn Platz finden. Den Artworks nachzuurteilen handelt es sich dabei um einen Intermin-Lounge-Coaster à la Stealth im Saw Park. Um den Titel höchste und schnellste Achterbahn Europas tragen zu dürfen, muss die Achterbahn mindestens 160 Stundenkilometer schnell und mindestens 80 Meter hoch werden. Mich persönlich wundert die Effekthascherei des Parks etwas, da auf der einen Seite 2012 mit Shambhala bereits die höchste Achterbahn Europas in Port Aventura gebaut wurde und zum anderen mit Furious Baco schon ein Intermin Lounge Coaster im Park vorhanden ist. Unterm Strich aber eine tolle Erweiterung, wenn das Teil denn zuverlässig läuft im Gegensatz zu zum Beispiel seinem nordamerikanischen Vertreter King Dakar. Im Phantasialand eröffnet am 1. April die neue Wildwasserbahn Chiapas, die steilste Wildwasserbahn der Welt. Nachdem die Bahn ursprünglich im Sommer 2013 eröffnet werden sollte, haben länger als geplant dauernde Kalibrierungen und Feinjustierungen den Eröffnungstermin auf 2014 verschoben. Heidepark Resort Soltau eröffnet am 29. März 2014 Deutschlands erster Wing Coaster. Die von Polygon Mabillard gefertigte Anlage hat 15 Millionen Euro gekostet und verbindet auf einer Streckenlänge von 772 Metern 5 Inversionen. In 2014 eröffnet im Europapark in Rust die neue Großattraktion Arthur und die Minimoys. Auf einer Grundfläche von 3500 Quadratmetern wird der Suspended Powered Coaster seine Runden drehen auf einer einzigartigen In- und Outdoor-Strecke und mit zahlreichen Spezialeffekten.
kommen wir zu den RCT-News. Auf NE wurden letztes Wochenende die NE Awards abgehalten und wie alle erwarten, ist das Ganze abgelaufen wie bei den Oscars. Gravity hat alles gewonnen. Nein, natürlich nicht. Gravity hat zwar den ganzen Oscars gewonnen, aber der Counterpart zu Gravity ist nun mal Pacific Coaster mit Starpointe. Und Pacific Coaster hat nun mal alles gewonnen. Ich kann mal, also er hat insgesamt 8 Awards. 8? Insgesamt 8 Awards gewonnen. Er war so, ich glaube, 11 Awards nominiert, hat davon 8 gewonnen. Das ist schon mal eine ziemlich krasse Angelegenheit. Und hat eigentlich alles, was irgendwie wichtig ist, mitgenommen. Er hat das beste Design mit Ruichi, er hat den besten Park mit Starpoint. Er ist der beste Parkmaker. Das sind eigentlich so die drei wichtigsten Dinger. Dann den besten Stahlcoaster mit Intimidator hat er auch gebaut. Die beste Architektur in einem Freizeitpark hat er auch gebaut. Alles in Starpoint. Die beste Foliage, also sprich die beste Bepflanzung, hat er, in Rui- hat er mit Ruichi mitgenommen. Dann, was er da noch so schön ist, da unten steht's. Beste Non-Coaster Attraction hat er auch mitgenommen. Mit, ich habe den exakt den Namen vergessen, mit der Rafting-Anlage in Starpoint auf alle Fälle. Und ganz nebenbei noch den besten realistischen Park hat er auch noch mitgenommen. Also wie schon gesagt, insgesamt 8 Dinger, die er mitgenommen hat von 11 Nominierungen. Das ist ziemlich heftig und eigentlich alles, was irgendwie wichtig ist in der RCT 2. Kommen wir aber zu den vielleicht unseren Channel etwas mehr betreffenden Nachrichten. Inselfieber kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Na, vielleicht? Hat ja letztes Jahr Silber gewonnen. Hat vielleicht mal ganz anfangen, wurde ja erst von mir gebaut, dann hat Stefan weitergebaut, dann hat Johnny zu dem Stand, wo ich aufgehört habe, weitergebaut, hat ein paar Sachen abgerissen, hat ein paar Sachen umgebaut und hat das Ganze letztendlich letztes Jahr fertiggestellt, hat es auf NE eingesendet, hat Silber gewonnen und jetzt eben bei den NE Awards, die ja 2014 abgehalten werden, aber auf sich auf das Jahr 2013 beziehen. Und bei diesen NE Awards hat eben Inselfieber die beste MCSO-Kreation des Jahres gewonnen. Sehr geil, dafür mal großen Applaus an Johnny. Fett. Dritter Platz haben wir auch noch mitgenommen, nämlich für die beste Holzachterbahn überhaupt in diesem Jahr, nämlich mit dem unaussprechlichen Modi, den ich ihm damals in Inselfieber gebaut habe. Das war's für heute mit dem Newsflash. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaltet wieder ein. Am Sonntag gibt es hier Ecolate eine Ecolate Review. Wahrscheinlich wieder mit Stefan und mir. Bevor es dann nächste Woche weitergeht mit dem üblichen Verdächtigen. Ihr schreibt mir bitte in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, ob es euch gefallen hat. Ihr könnt abonnieren, ihr könnt das sich was machen. Was mich auch extrem interessieren würde, ist, wie ihr denn die neue Let's Build a Thief-Hack-Serie findet. Ich habe da beim ersten Video bis jetzt extrem viele Rückmeldungen bekommen. Allerdings, also eigentlich nicht. Ich habe da viele Kommentare von einer Person bekommen. Aber egal. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet und ob ich das weitermachen soll. Also, Let's Build a Thief-Hack. Dass ich den Newsflash weitermache, das ist klar auch. In diesem Sinne, macht es gut, bis bald und tschüss.